Hallo Leute, heute ist der Tag. Ich lasse mir die Augen lasern bei CareVision. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Frankfurt. Seit 2 Jahren habe ich so Probleme mit den Kontaktlinsen. So trockene Augen. Also ihr seht mich zwar relativ selten mit Brille, das liegt aber nur daran, dass ich sie dann immer ausziehe für die Kamera. Ja, weil erstens natürlich, ich gefalle mir ohne Brille auch besser. Ich weiß, viele finden die sexy. Ich finde die jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Aber es nervt einfach unfassbar krass. Ja, es nervt, dieses Plastikgestell in der Fresse zu haben. Leute, es nervt mich so sehr. Ja, ich muss die auch im Training jetzt mittlerweile tragen. Ich muss ja die Kontaktlinsen vermeiden, wo es nur geht. Ja, deswegen. Ich muss abholen, Schatz. Ja, du wachst morgens auf, bist liebevoll geweckt von deinem Kind, guckst und du siehst dein Kind einfach nicht. Wie scheiße ist das denn in der Dusche? Du siehst nichts. Wo ist Duschgel? Was habe ich jetzt in der Hand? Du, Shampoo oder? Rasierschaum, was ist das? Ich war mal auf gut Glück. Also ich meine, klar, auf so Events wie FIBO und so weiter, ich habe natürlich dann Tageslinsen angehabt. Keine Sorge, Leute, ich habe euch gesehen. Aber ansonsten für Fotos oder für Videodrehen und so, ziehe ich die halt immer gerade aus. Und dann sehe ich halt nichts. Ich sehe euch jetzt nicht. Ne? Das ist eine kurze Entfernung bis zur Kamera, aber ich kann euch nicht sehen, Leute. Stärke -5 habe ich. Nehmen wir mal hier das Kaffee. So, ich muss so nah den Becher halten, ja, damit ich das Kaffee scharf lesen kann. Isn't that sad? Yeah, it is. Wir sind jetzt da. Ich bin so aufgeregt. Weil ich freue mich so viel. So, die Kollegin wird jetzt gleich weitermachen, damit sie die Beruhigungstablette bekommen. Ja. Brauche ich die? Ja, nö. Aber das ist jetzt eigentlich nicht nötig. Ich bin total entspannt. Es ist tatsächlich so, sagt die Kollegin hier, dass ich direkt nach dem Lasern, und das Lasern dauert nur 5 Minuten, dass ich direkt danach sehen kann. Ja, das ist für mich unfassbar. Ich denke mir die ganze Zeit, das haben wahrscheinlich schon tausend Mädels gemacht, die denken sich, ah nee, komm, das ist doch heutzutage normal. Und ich so, ja. Voll excited. Sehen und nicht mehr diese Linsen, die kratzen im Auge, in meinen trockenen Augen und dieses Gestell in der Fresse, so, weißt du, und dann im Sommer mit Schminke, ja, im Sommer mit Schminke, dann läuft das hier und dann hast du dir alles verschmiert, ja. Mir ist schon bei den Netflix regelmäßig die Brille runtergefallen. Jetzt wird alles dunkel.
Wenn Sie jetzt ein bisschen verschwommen. Ich sehe schmal. Sehr gut, das ist völlig normal. Auf die Plätze, fertig, los. Perfekt. Auf das Unterlicht gucken. Genau. Dabei bleiben, gibt es keine Schmerzen, nicht? Wir sind in 5 Sekunden durch. Genau, verbleiben. Sehr gut. Verbleiben. Schön. Alles stimmt. Jetzt bekommen Sie ein paar Antibiotikum-Tropfen. Bleiben Sie, wie Sie sind. Und Sie dürfen die Augen jetzt schließen, wenn Sie möchten. Und Sie haben das geschafft. Oh mein Gott. Hey. Oh mein Gott. Mit Operatur sogar. Gleich, wenn Sie die Augen öffnen, merken Sie, dass Sie schon was sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann schauen Sie gleich. So, dann können Sie die Augen öffnen. Und sich dann langsam und vorsichtig aufrichten. Mit den Beinen können Sie rumkommen. Stehen Sie das richtig jetzt. Und sitzen bleiben. Ne? Sehen Sie schon her? Was? Sehen Sie die Umgebung? Ja, besser als vorher auf jeden Fall. Jawohl, dann hält das Foto. Daumen hoch. Ich hab das gemacht. Sehr gut. Hast du das alles gesehen? Ja, ich hab's alles gesehen. Kannst du dir alles nochmal anschauen? Ja. Ich bin gerade so froh, dass ich das gemacht habe. Ey, ist auch gut, Mann. Gut, alles sieht schön aus. Sie sehen jetzt alles ein bisschen milchig, aber klarer als zuvor. Ja. Und ich bin sehr froh. Ich bin sicher, dass Sie schon morgen sehr gut sehen werden. Ja, ich kann ja jetzt schon. Ja, okay. So, heute Dankeschön. Ins Bett schlafen. Keine große Parade machen und morgen wird alles viel besser. Alles klar. Und oh, Leute, ich kann die Augen so schlecht offen halten. Es brennt. Ist normal. Ich laufe hier quasi blind. Mein Mann führt mich auf der Burger ab. Schatz, gibt es hier nicht irgendwo einen Proteinriegel oder sowas? Wir sind hier in der Fressgasse. Hier gibt es bestimmt alles. Ja, ich muss echt mal was essen. Es brennt, ich kann die Augen nicht lange offen halten, aber ich sehe, versteht ihr das? Versteht ihr das? Ich habe es überstanden, ich habe es geschafft. Ich kann die Augen jetzt auch mittlerweile öffnen. Sonnenbrille lasse ich lieber an, weil alles noch so hell ist. Ne? Man ist so ein bisschen lichtempfindlich. Klar, Fremdkörpergefühl habe ich, die Augen, Tränen noch. Das ist alles ganz normal, das sollte morgen schon besser sein. Ich bin sowas von glücklich, dass ich es gemacht habe. Das ganze Team war so unfassbar nett. Dieser Arzt war einfach so wundervoll. Ich nehme jetzt hier erstmal schön ordentlich Vitamin C, damit ich meinen Körper jetzt hier mal schön unterstütze. Und Arnika, immer gut für die Wundheilung, Leute. Und nicht zu vergessen natürlich Omega-3, Leute, ganz wichtig. Ne? Nehme ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr als vorher. Oh, we did it! Das ist so traumhaft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. So, ich ruhe mich aus, Leute. So, ab jetzt heißt es, jede Stunde 3 verschiedene Augentropfen nehmen. Und damit ich das nicht vergesse oder verpenne, stelle ich mir Wecker, Leute. Das muss man wirklich ernst nehmen. Leute, es ist so krass. Ich kann sehen. Ich kann einfach sehen. So, also Leute, es sind 5 Tage vergangen seit meiner Laser-OP und jetzt werde ich euch ein bisschen erzählen, wie es mir direkt danach ging, wie es mir einen Tag später ging, wie es mir heute geht auf eure Fragen eingehen, die ihr mir gestellt habt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ging mir wirklich noch am selben Tag, wirklich von Stunde zu Stunde immer besser. Ich konnte ja dann wirklich die Augen öffnen, also das konnte ich kurz nach dem Laser wirklich für 2-3 Stunden nicht gut. Es hat wirklich sehr gebrannt. Beziehungsweise es war ein starkes Fremdkörpergefühl in den Augen und die Augen haben stark getränt. Ich habe sie nicht aufbekommen, für 2 Stunden circa. Und dann wurde es von Stunde zu Stunde so viel besser, ich konnte die Augen öffnen, ich konnte alles sehen, wie mit Brille oder Kontaktlinsen vorher. Das Fremdkörpergefühl hat nachgelassen, das Tränen hat nachgelassen. Es war wirklich schon am selben Tag abends alles gut. Ja. Direkt einen Tag später absolut wieder komplett einsatzfähig und jetzt 5 Tage später fühlen sich meine Augen einfach nur wunderbar an, top, ich habe kein Fremdkörpergefühl mehr, ich sehe alles unfassbar scharf,
besser als mit Brille und Kontaktlinsen vorher. Wobei eigentlich man mir gesagt hat, realistischerweise erreicht man diese Sehkraft, die man eben vorher mit Brille oder Kontaktlinsen hat. Also ist es so, dass man durch das Lasern eben die Sehkraft erreichen kann, die ja von der Natur vorgesehen ist, natürlicherweise für den Menschen. Ob das jetzt bei dem einen 100% sind, bei dem anderen 90%, ne? Das kann schwanken. Aber bei dem Sehtest, den ich direkt einen Tag später gemacht habe, bei der Nachsorge, konnte ich tatsächlich die kleinste Buchstabenreihe oder Zahlenreihe sehen und lesen, die quasi dann eine Sehkraft von 100% vorweisen würden. Ne? Die Augen sind natürlich nach einem solchen Eingriff trocken, deswegen muss man auch so viel tropfen. Ne? Am Tag des Lasers ist das wirklich stündlich, wo man dann tropfen muss. Und dann, einen Tag später tropft man dann nur noch 4-mal täglich. Und die Befeuchtungstropfen, die wirklich die Trockenheit bekämpfen, bis zu 10-mal täglich, ja, soll man die nehmen. Und ihr müsst euch aber jetzt vorstellen, ich habe vorher, vor dem Laser, Minimum 20-mal am Tag, Minimum 20-mal am Tag Befeuchtungstropfen eingesetzt, ja, weil ich eben solche trockenen Augen hatte. Und wenn ich mal Tageslinsen drin hatte, dann, Leute, ganz ehrlich, ungelogen, habe ich vielleicht 50 Mal am Tag Befeuchtungstropfen tropfen müssen, damit ich überhaupt irgendwie klar kam. Also so tragisch war der Zustand bei mir schon. Deswegen, wenn ich jetzt 10 Mal am Tag tropfen muss für den Rest meines Lebens oder auch 20 Mal, ja, aber ich habe eine klare Sicht, ich kann sehen, brauche die Brille nicht und brauche keine kratzenden Kontaktlinsen, die sich so schrecklich anfühlen, trotz dass ich 50 Mal am Tag Befeuchtungstropfen einsetze, Leute, dann bin ich absolut happy. Aber das Ding ist, ich müsste noch nicht mal 10 Mal tropfen jetzt. Also das mit der Trockenheit ist gar nicht mal so schlimm, wie ich gedacht habe. Überhaupt nicht, ja. Und ich bin der glücklichste Mensch der Welt, ganz ehrlich. Ich bin so unfassbar glücklich und dankbar dafür. Das kann sich keiner vorstellen. Das ist für mich ein absolut neues Game, ein absolut neues Lebensgefühl wirklich. Ein Riesenstück an Lebensqualität, das ich dazu gewinne. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ihr habt ja von meinen Augenproblemen jetzt nicht allzu viel mitbekommen. Ich habe da jetzt nie so ein großes Thema draus gemacht, ne? Und habe mich da irgendwie alleine mit zurechtgefunden, ja. Aber es war schon wirklich nicht einfach für mich die letzten paar Jahre. Und ich habe mir wirklich Gedanken drum gemacht, wie soll das enden? Weil natürlich auch in meinem Lebensstil und in meinem Job ist Brille jetzt nicht so geil, ja. Ja, also den Ablauf habt ihr ja gesehen. Diejenigen, die sich die OP-Aufnahmen reingezogen haben, haben gesehen, wie schnell das Ganze ging, ne? Und wie ich da lag und habe alles mitbekommen und keine Schmerzen gehabt, ja. Wunderbar. Und man darf auch das Ganze nicht mit diesem angewiderten Auge betrachten, sondern mit einem faszinierten Auge, würde ich sagen, ne? Wie genial ist das denn? Du hast heutzutage die Möglichkeit, mit hochmodernen Geräten das überschüssige Hornhautgewebe wegzulasern und das Mädel kann wieder sehen. Wie geil ist das denn, ja? Und das Ganze schmerzfrei. Ich habe davon nichts gespürt. Ich habe gefühlte 5 Minütchen da gelegen. Ich weiß nicht, vielleicht waren es insgesamt 10. So, man zahlt pro Auge circa 1000 Euro. Das kann man alles so pauschal nicht sagen. CareVision macht natürlich Kostenvoranschläge. Wunderbar, da könnt ihr gucken, was auf euch zukäme. Du kannst es in Raten abzahlen. Und wenn man mal überlegt, was man über die Jahre hinweg für Brillenreparaturen, für neue Brillen, für Kontaktlinsen, für Reinigungsmittel und so weiter, was man da, und vor allen Dingen für Augentropfen bei mir, was man dafür alles ausgibt, dann ist das wirklich ein Schnäppchen. Einmal zu lasern und sich die Kosten auf die nächsten Jahre zu sparen. Also ich würde das einfach jedem sofort empfehlen. Lasst euch die Augen lasern. Ich schwöre euch, das ist einfach die beste Entscheidung und ich bereue es so sehr, dass ich es erst jetzt habe machen lassen. Und ich sag's auch nochmal, ich kann CareVision absolut uneingeschränkt jedem so ans Herz legen. CareVision, Bombenarbeit, super Betreuung, super Ablauf, alles. Aber ich habe auch wirklich um die 50 Nachrichten oder so von Mädels bekommen, die auch bei CareVision sich die Augen haben lasern lassen und super zufrieden sind und happy. Und die Nachrichten habe ich auch im Vorhinein bekommen, deswegen da war ich auch absolut froh und glücklich drüber. Ja, weil man muss natürlich immer gucken,
ne? Bei so Angelegenheiten, ja, in welche Hände gibt man sich da? Macht das sofort, vergeudet nicht länger eure Zeit. Es ist wirklich so toll, dass ich hier jetzt sitzen kann und ich sehe mich da oben, ne? Ich sehe mich da oben in dem kleinen Bildschirm, wie ich zu euch rede und sehe auch, wenn ich unscharf bin oder nicht, ne? Oder wenn mir irgendwo was rausguckt. Da wisst ihr, wie viele Videos ich schon gedreht habe, wo ich dann im Nachhinein gesehen habe, oh, scheiße, da. Video kannst du nicht nehmen, musst du neu drehen. Ja, von wegen Schminken, da soll man ja jetzt erstmal pausieren. Man geht auch ungeschminkt in den OP, deswegen, ich glaube, das war wohl das Video jetzt, wo ich bisher jetzt am unfreshsten aussah. Aber mein Gott, so ist es halt, Leute. Ich glaube, wir sehen alle ungeschminkt ein bisschen unfresher aus als geschminkt. Jedoch war ich so ein Fuchs und habe mir schnell vorher nochmal Eyelash Extensions gemacht, ne? Das ist kein Problem. Die haben mich weiter gestört. Ansonsten darf auch die ersten 3 Tage kein Wasser ran. Also beim Duschen aufpassen, vielleicht eine Taucherbrille anziehen oder so. Ja, nach 3 Tagen kannst du dich aber wieder normal waschen und duschen. Das ist kein Problem, nur halt wirklich nicht reiben. Deswegen ist das mit Schminken halt auch so eine Sache, weil Abschminken wäre auch wirklich ein Problem. Ich würde da jetzt wirklich die ersten 2 Wochen nicht großartig am Auge rumreiben. Also es ist jetzt eine Woche vergangen und ich habe mir jetzt heute zugetraut, unten so ein bisschen Kajal drauf zu machen und ein bisschen ganz leicht mir Lidschatten mit einem ganz fluffigen Pinsel aufzutragen, was gut möglich war und was ich gut hinbekommen habe. Ne? Mit dem Abschminken bin ich ganz, ganz vorsichtig mit Micellenwasser, ne? Auch mit dem geöffneten Auge. Also ich würde jetzt nicht das Auge schließen und dann drüber reiben mit einem Wattepad. Das würde ich nicht machen. Ja. Unser einer findet da schon so seine Wege, das gewissenhaft und vorsichtig irgendwie hinzukriegen. Dass man so ein bisschen gerichtet ist. Auch keinen krassen Sport machen. Also einige Tage danach sind leichte Tätigkeiten wieder okay. Also ich dürfte jetzt, ne, walken, Fahrrad fahren, solche Dinge. Ja, vielleicht so ein paar Sit-Ups machen. Das werde ich auch alles so ein bisschen tun, damit ich nicht ganz komplett hier abkacke. Ja, also ich werde auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen jetzt mich auf leichte Aktivitäten konzentrieren, die eben auch sehr regenerativ dann sind für meine Muskulatur, sodass ich diese 2 Wochen Zwangstrainingspause nutze, damit meine Muskulatur wirklich auch mal wieder regenerieren kann. Und ich freue mich schon auf die Rückkehr im Gym danach, weil ich weiß ganz genau, die wird wieder umso besser dann. Ich werde umso stärker wieder zurückkehren. So war das bis jetzt immer. Und diese Trainingspause kommt gerade auch mir sehr gelegen, weil ich eigentlich wieder seit Wochen ziemlich gut durchgezogen habe mein Training, sodass da eine Regenerationsphase momentan wieder sehr produktiv sein wird für meine Muskulatur und für meine Fortschritte. Ja, von daher alles super. Ich bin unfassbar glücklich. Ich bedanke mich bei euch für all den Support. Ihr habt mir wirklich so schön beigestanden, so viele Tipps gegeben, so viele Erfahrungsberichte gegeben im Vorhinein. Macht euch nicht so viele Gedanken darüber, was da genau gemacht wird. Ich finde, das ist wirklich eine geniale Sache. Habt nicht immer so viel Angst vor allem. Ne? Ich höre ganz viel, ja, ich würde auch so gerne, aber ich habe so viel Angst. Ich habe so Angst, ich habe so Angst. Nicht immer so viel Angst haben im Leben vor allem. Ja, nicht immer so viel Angst, Leute. Viel zu viel Angst immer vor allem. Jetzt macht den ganzen Scheiß einfach mal. So, Leute, also vielen Dank an euch. Auch, dass ihr euch so mit mir freuen könnt darüber. Das finde ich total süß. Ganz, ganz viele schöne Nachrichten bekommen. Das ist immer schön, wenn man sich mit anderen freuen kann. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte sowieso nicht gedacht, dass es so viele nachvollziehen können, wie schön das für mich ist. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt und falls ich irgendwas vergessen haben sollte, was jetzt noch unklar sein sollte und nicht aus diesem Video hervorgehen